Ein Kapitalstock soll es jetzt richten. 200 Milliarden will die Bundesregierung für die Rentensicherung in den Kapitalmarkt stecken. Wenn man also im Kanzlerdeutsch bleibt, ist das ein Doppelwumms. Mit den Erträgen soll die Rentenversicherung stabilisiert werden, was wohl kaum gelingen wird, wenn man da mal auf Experten hört, zumal es Schulden sind, die auch verzinst und zurückgezahlt werden müssen und das Projekt sehr langfristig angelegt wird. Aber die Finanzprobleme, die sind jetzt akut. Christian Lindner und Hubertus Heil sind neue beste Freunde. Denn der Finanzminister macht für den Bundesarbeitsminister Geld locker für eine Art Aktienrente. Generationenkapital soll das Kind heißen, finanziert vom Bund. Der Rentenbeitrag soll damit stabil bleiben. Und deshalb treffen wir auch für die Beiträge Vorsorge, vor allen Dingen für die zweite Hälfte der 30er Jahre, indem wir ein Generationenkapital schaffen, das den Beitragssatzanstieg in der zweiten Hälfte der 30er Jahre bremsen soll. Und auch das Rentenniveau soll bei 48% verbleiben, das Generationenkapital auf dem Aktienmarkt Geld verdienen. 200 Milliarden Euro werden schrittweise aufgenommen, die rund 10 Milliarden jährlich für die Rentenkasse abwerfen sollen. Doch die Rechnung hat wohl einen Fehler. Die 200 Milliarden sind neue Schulden, für die Zinsen gezahlt werden müssen. Der erhoffte Ertrag wohl eher ein Wunschtraum. Wir brauchen keine spekulativen Investitionen auf dem Aktienmarkt. Für die langfristig Milliarden Euro Schulden gemacht und nachfolgende Generationen belastet werden, sagt Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VDK. Und Finanzmathematiker zweifeln zudem an den Rahmenbedingungen. Heil plant die Quadratur des Kreises, das Rentenniveau bei 48% zu belassen und das Renteneintrittsalter nicht zu erhöhen, ist ökonomischer Wahnsinn und wäre in Mathe eine 6, sagt der Finanzökonom Bernd Raffelhüschen. Harsch geht auch Sarah Wagenknecht als politische Opposition mit der Ampel ins Gericht. Die Aktienrente ist eine Casino-Rente. Vor lauter Planlosigkeit in der Rentenpolitik zockt die Ampel mit der Alterssicherung der Bürger. Der Bundesfinanzminister sieht das anders, spricht von einem Paradigmenwechsel. Ist eine dritte Säule für die gesetzliche Rentenversicherung neben den Beiträgen und neben dem Zuschuss aus dem Bundeshaushalt. Wir trauen uns damit einen echten Paradigmenwechsel zu und steigen ein in die teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rente. Das ist überfällig. Es ist überfällig, dass wir die Chancen der Kapitalmärkte auch für die gesetzliche Rentenversicherung nutzen. Kritiker monieren, dass das Projekt viel zu spät kommt und der Zeitpunkt angesichts hoher Kurse riskant sei. Zudem Aktiengeschäfte auf Pump, ein Unterfangen, von dem Fachleute regelmäßig abraten. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.